sagen. Also? Mit was für Behauptungen wollen Sie die Beweiskraft dieser steinernen Zeugen einer gewaltigen Kultur schmälern? Schmälern? Nein, Herr Professor. Ich möchte lediglich die sogenannte Unkultur des Nordens verneinen. Also Germanen gegen Pharaonen? Ja. Na dann mal los. Ich bin gespannt. Gut. Gehen wir doch einmal von hier, von Ägypten aus nordwestwärts, bis nach Südengland. Also dorthin, wo vor tausenden von Jahren germanische Stämme lebten. Dort, nahe bei der Stadt Salisbury, stehen die Überreste eines großen Bauwerkes, das aus gewaltigen Steinblöcken aufgetürmt ist, das Stonehenge, zu Deutsch Steingehänge. Es ist heute nur noch ein trauriger Torso, weil unwissende Menschen an diesem Bauwerk zerstört haben, was das raue Klima des Nordens um die Jahrtausende verschonten. Erst die neuere Forschung hat sich, umso mehr als an anderen Orten auch in Deutschland ähnliche Bauten gefunden wurden, um das Stonehenge angenommen und Rekonstruktionen geschaffen. Auf einer weiten, von einem kreisrunden Erdwall umgebenen Fläche steht ein riesenhafter Ring. Aufgebaut aus 30 mächtigen, bis zu 20 Tonnen schweren Steinpfeilern, die von schweren Steinblöcken überdeckt sind. Inmitten dieses gewaltigen Steinkreises steht ein Ring von 47 zugespitzten Steinsäulen. Und inmitten dieses Ringes ein in Hufeisenform aufgetürmter Bogen aus 5 gewaltigen Doppelpfeilern. Innerhalb dieses Bogens ist wieder in Hufeisenform eine Steinsetzung von 17 niedrigen Säulen. Und inmitten dieser Säulen liegt eine mächtige Steinplatte, ein altarähnliches Gebilde. Der hufeisenförmige Mittelbau weist mit seinem offenen Ende gegen eine breite Allee, in deren Mitte 2 einzelne Steinblöcke stehen. Wenn auch dieses zweifellos großartige Bauwerk im Ausmaß kaum an die gewaltigen Pyramiden heranreicht, so ist es in seiner architektonischen Klarheit trotzdem ein aufschlussreicher Zeuge für die Baukultur unserer nordischen Vorfahren. Und in seiner Wucht ein glänzender Beweis für ihre Meisterschaft im Bewältigen solcher Steinmassen. Wohl nur eine kleine Anzahl Männer haben diese Steinsäulen, die bis zu 65 Tonnen wiegen, aus dem Gestein gesprengt, behauen und aufgerichtet. Haben die vielen Steinbalken, die bis zu 10 Tonnen wiegen, bis auf eine Höhe von 7 Metern emporgehoben, durch Mut und Feder mit den Steinsäulen verzapft. Sinn und Zweck dieses Bauwerks sind nun aber für die Kultur des urnordischen Menschen von einer ganz besonderen Beweiskraft. Über seine Bestimmung als Grabmal eines nordischen Königs hinaus ist es nämlich Kultstätte, Kalender und astronomisches Observatorium zugleich. Wenn nach den langen Winternächten des Nordens die Sonne, der Ursprung allen irdischen Lebens, hinter dem Markstein weit im Südosten aufging, dann verkündete der gelehrte Priesterastronom dieses nordischen Volkes die Wiedergeburt des Lichtes. Verkündete, dass die Sonne nun wieder aufwärts steigen und bald über den rauen Winter siegen werde. Die Zeit der Wintersonnenwende. Wenn die Sonne in ihrem Jahreslauf am Himmel hinter dem großen Markstein der Allee aufging und ihr Licht auf den Altarstein warf, dann verkündete er die Zeit des Mittsommers, den Höhepunkt des Jahres mit seiner tiefen Bedeutung für alles Leben. Kundliche Ortungen?
wie sie jedes primitive Naturvolk auch besitzt? Nein, Herr Professor. Das sind die Grundlagen eines Kalenders, der, wie die Forschung erwiesen hat, bedeutend besser und genauer war als derjenige, den zum Beispiel die alten Ägypter und Babylonier besaßen. Aber in dem Stonehenge steckt noch ein ganz anderes Wissen. Aus der Anzahl der einzelnen Steinsäulen, aus ihrer Aufeinanderfolge, Größe und Lage, hat die Forschung mit Sicherheit schließen können, dass dieses Bauwerk zur Vorausberechnung von Mondfinsternissen diente. Und dieses Bauwerk ist 3800 Jahre alt. Dabei stecken in diesen Bauwerken sicher noch weit mehr Kenntnisse, die nur durch den Forscher auf ihre Enthüllung warten. Jetzt reden auch Sie von angeblichen Geheimnissen und Erkenntnissen und landen damit bei denselben verwerflichen Spekulationen wie der Herr da von vorhin. Aber wo sind Beweise? Schriftliche Beweise, aus denen die sogenannte Kultur des Nordens klar hervorgeht. Auch das können Sie haben. Es existiert eine Handschrift aus dem Jahre 1250 unserer Zeitrechnung, die in Norwegen gefunden wurde, genannt der Königsspiegel. Hören wir selbst einmal nur ein kleines, für das Wissen der Germanen aber aufschlussreiches Kapitel dieser Handschrift, das ein Problem behandelt, über das noch im klassischen Altertum die absurdesten Meinungen umgingen, nämlich das Problem von der wahren Gestalt der Erde. Ich will es dir an einem kleinen Beispiel klar machen. Schau dir dieses Licht an, das diesen Raum ganz erhellt. Wenn du nun aber einen Apfel nimmst und hältst ihn dicht an das Licht, so nah daran, dass der Apfel warm wird, dann wird er fast die eine Hälfte des Raumes verdunkeln. Hältst du den Apfel aber nah an die Wand, dann wird er nicht warm und das Licht leuchtet im ganzen Raum. Außer dass da, wo der Apfel ist, ein Schatten an der Wand liegt. Knapp so groß wie der Apfel selbst. Hieraus kannst du schließen, dass die Erde rund ist wie ein Ball. Da, wo ihre Ausbuchtung dem Weg der Sonne am nächsten kommt, wird sie am wärmsten. Und einige Länder, die senkrecht unter den Strahlen der Sonne liegen, sind unbewohnbar. Andere Länder wieder, die so liegen, dass die Sonnenstrahlen sie schräg treffen, die können gut bewohnt werden. Nach meiner Vorstellung scheint es mir so zu sein, dass die kalten Zonen im äußersten Norden und Süden der Erde liegen. Ist das nicht eine Darstellung, die jedem modernen Pädagogen Ehre machen würde? Wenn dem so wäre, verehrter Herr Kollege, da wäre bestimmt hier in diesem Ägypten ein Zeugnis dafür gefunden worden. Das ist auch der Fall. Wo? In diesem Ägypten. Hä? Bei Theben, in jenem Tal, in welchem viele Könige des Pharaonenreiches ihre letzte Ruhestätte hatten. Und das deshalb heute noch das Tal der Könige heißt. Dort fanden die Forscher in einem etwa 3400 Jahre alten Grab einen zweirädrigen Rennwagen. Die typische Form eines altägyptischen Rennwagens, sagte man damals. Aber den Leuten, die das behaupteten, war doch nicht ganz wohl dabei. Denn in Schweden wurde ebenfalls in einem Grabe ein Relief entdeckt, auf welchem in zwar primitiver Form, aber mit überraschender Ähnlichkeit auch ein solcher Wagen abgebildet ist. Diese Darstellung ist aber mehr als 3500 Jahre alt. In Wirklichkeit wird es eben so gewesen sein, dass die ägyptische Form des Rennwagens den nordischen Völkern Modell gestanden hat. Gerade umgekehrt war es. Ich behaupte, die Nordländer erfanden diese Form des Wagens und bauten sogar den Wagen, der in dem ägyptischen Grab gefunden wurde. Wie wollen Sie denn diesen Unsinn beweisen? Ganz einfach. Die Radfelgen dieses sogenannten ägyptischen Rennwagens sind nämlich aus Esche. Die Speichen aus Ulme. Und das Joch aus Hainbuche. Ulme, Esche und Buche aber sind urnordische Bäume, die es in Ägypten nicht gibt und noch nie gegeben hat.
Wenn Sie, Herr Professor, mir aber jetzt gar entgegnen möchten, die alten Ägypter hätten diese Hölzer aus dem Norden eingeführt, um solche Wagen zu bauen, so muss ich Ihnen sagen, dass auch dies unmöglich sein konnte. Denn die Holzteile des Wagens sind ganz entgegen den sonstigen Leimstellen altägyptischer Gebrauchsgegenstände mittels Birkenteer und Birkenbast zusammengefügt. Aber auch die Birke ist ein urnordischer Baum, den es im Orient niemals gegeben hat. Ich protestiere! Sie wollen mit einem einzigen Beispiel, das nicht einmal aus der Pyramidenzeit stammt, die umwälzendsten Dinge beweisen. Die Pyramide ist... Einen Augenblick, Herr Professor. Auch in dieser Pyramide finden wir vielleicht ein Zeugnis vom Alter der nordischen Kultur. In England messen heute noch die Bauern ihr Getreide mit einem Hohlmaß, das aus Urzeiten stammt und Quarter genannt wird. Quarter heißt Viertel. Das Vierfache davon, also die Einheit dieses Maßes, ist jedoch vollkommen unbekannt. Ist das nicht auch sehr sonderbar? Gehen wir aber nun zurück zur Cheops-Pyramide und rekonstruieren die in ihrem Herzen stehende Steintruhe auf das wahrscheinlichste Maß. So finden wir, dass ihr Inhalt genau 4 Quarters, also die Einheit jenes Hohlmaßes ist, das auch schon bei unseren nordischen Vorfahren in Gebrauch war. Das sind Vermutungen, nichts als Vermutungen, nein. Das ist der Durchbruch der stolzen Erkenntnis, dass unsere germanischen Vorfahren eine hohe Kultur ihr eigen nannten. Eine Kultur, die in ferne Zeiten zurückreicht und deren Auswirkungen selbst an der klassischen Kultur des ältesten Ägypten nachweisbar sind. Gegen Pharaonen. Ja, na dann mal los. Ich bin gespannt. Gut. Gehen wir doch einmal von hier, von Ägypten aus nordwestwärts, bis nach Stonehenge, zu Deutsch Steingehänge. Es ist heute nur noch ein trauriger Torso, weil unwissende Menschen an diesem Bauwerk zerstört haben, was das raue Klima des Nordens um die Jahrtausende verschonten. Nach Südengland, also dorthin, wo vor tausenden von Jahren germanische Stämme lebten. Dort, nahe bei der Stadt Salisbury, stehen die Überreste eines großen Bauwerkes, das aus gewaltigen Steinblöcken aufgetürmt ist. Das erst die neuere Forschung hat sich, umso mehr als an anderen Orten auch in Deutschland ähnliche Bauten gefunden wurden, um das Stonehenge angenommen und Rekonstruktionen geschaffen. Also, mit was für Behauptungen wollen Sie die Beweiskraft dieser steinernen Zeugen einer gewaltigen Kultur schmälern? Schmälern? Nein, Herr Professor. Ich möchte lediglich die sogenannte Unkultur des Nordens verneinen. Also, Germanen...